Ängste rund um das Elektroauto gibt es viele. Besonders verbreitet die Reichweitenangst. Hartnäckig hält sich hier der Mythos, dass die aktuell verfügbare Batteriekapazität bei E-Autos nicht ausreicht, um die eigenen Mobilitätsansprüche zu erfüllen. Ist das Ladenetz eigentlich gut genug ausgebaut, dass ich überall Ladestationen finde? Muss ich dann immer alle möglichen Tarife miteinander vergleichen? Und wie viel Zeit geht eigentlich in die Planung von einer längeren Strecke mit dem Elektroauto? All das waren Fragen, die mich vor dem Kauf meines E-Autos auch beschäftigt haben. Deshalb möchte ich mit euch heute über diese Sorgen sprechen und euch im Zuge dessen auch eine ganz bestimmte App vorstellen. Und zwar Carica. Gleich vorab, ja, das hier ist ein Kooperationsvideo mit Carica, aber bevor ich dieses Video und auch die Reels zu der App auf Instagram veröffentlicht habe, habe ich die App natürlich ein paar Monate getestet und danach entschieden, ja, das ist etwas, wovon bestimmt viele ElektroautofahrerInnen profitieren können. Deshalb empfehle ich euch Carica und ihr könnt ja am Ende entscheiden, ob ihr sie ausprobieren möchtet. Ein Rabattcode gibt es auch noch am Ende des Videos für euch. Also, wer oder was ist Carica eigentlich? Carica ist eine All-in-One-App, die das Aufladen, die Reiseplanung und das Batteriemanagement des Elektroautos in einer einzigen Anwendung vereint. Und das bringt einige Vorteile mit sich. Sammelst du jetzt Ladekarten? Nein, ich suche gerade die nächste Ladestation raus und will schauen, ob ich dafür die passende Ladekarte habe. Aha. Guck, ich weiß einfach nicht, welche ich nehmen soll. Bei der hier habe ich eine Ladekarte, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, zu welchem Tarif man da laden kann. Und bei der hier weiß ich, dass man günstig laden kann, aber ich finde die Ladekarte einfach nicht. Du weißt aber, dass das auch einfacher geht. Noch eine Ladekarte? Nee, mit Carica. Cari was? Carica, das ist eine App rund ums E-Auto. Ich meine, du hantierst ja jetzt schon mit 1000 Apps, Ladekarten und Tarifen rum. Das alles brauchst du bei Carica nicht. Und wie funktioniert das dann? Naja, schau mal, du kannst bei Carica, bei egal welchem Anbieter, bei über 290.000 Ladestationen in ganz Europa zu immer gleichen Tarif laden. Egal ob schnelles oder langsames Laden. Auch bei privaten Wallboxen? Das wäre illegal. Klar, dass man mit 1000 Ladekarten für das Elektroauto hantiert, bedient ein ziemlich altes Klischee. Die eine Vera ist hier aber auch einfach ein bisschen blöd. Aber ich erzähle euch einfach mal, wie das bei mir vor Carica ablief. Als ich mein ID.3 damals bekommen habe, habe ich auch etliche Ladetarife verglichen, gegeneinander abgewogen und bin schlussendlich bei einem Ladetarif von NBW gelandet. Hier bezahlt man eine monatliche Grundgebühr und dann je nach Ladestation einen Preis pro Kilowattstunde. An NBW-Säulen war es am günstigsten, bei anderen Anbietern etwas teurer und an Ionity-Säulen, die so gut wie überall an jeder Autobahn stehen, habe ich so gut wie nie geladen, einfach weil die am teuersten sind. Es ist also ein konstantes Abwägen zwischen, wo finde ich die nächste Ladestation von meinem Anbieter oder bin ich bereit, mehr zu zahlen an einer anderen Ladestation. Ja, und bei Carica ist das alles ein bisschen einfacher. Ich zahle an jeder Ladestation das gleiche, egal ob langsam oder schnell, egal ob NBW, E.ON oder sogar Ionity. Und das geht an über 290.000 Ladestationen in 27 Ländern Europas, zumindest bis jetzt. Denn Carica hat vor, das noch extrem auszuweiten, um dann eben das ganze Ladenetzwerk in Europa zu umfassen. Unter Laden könnt ihr dann Ladestationen in der Nähe oder an einer bestimmten Adresse finden. In Echtzeit seht ihr dann, welche Säulen bei dieser Station aktuell verfügbar sind, könnt euch eine Route mit verschiedenen Karten-Apps erstellen lassen und über die App natürlich auch den Ladevorgang starten. Das geht entweder manuell, indem ihr die Säule auswählt, oder auch per QR-Code. Dann gibt es diesen schicken Ladescreen, wo ihr alle Werte in Echtzeit angezeigt bekommt. Ach so, und bezahlen müsst ihr das Ganze natürlich auch noch. Und das geht dann mit... Oh mein Gott, ich habe letzten Monat einfach 200 Euro Strom verfahren. Ich habe einfach komplett den Überblick verloren. Weißt du, was mir da voll geholfen hat? Bin ich denn überall lang gefahren? Carica. Hier hast du nämlich ein Energiekonto, wo du jeden Monat in die und hast so mehr Kilowattstunden zum Verfahren. Ich kann mehr fahren? Hast du mir überhaupt zugehört? Nee. Also gut, nochmal. Ich zeig's dir hier. Du kriegst bei deinem Carica Energiekonto jeden Monat eine bestimmte Menge Kilowattstunden gutgeschrieben. Je nach Paket. Die geladene Energie wird von deinem im Voraus gekauften Paket abgezogen. Das siehst du hier. Und alles, was du nicht verbrauchst, nimmst du einfach in den nächsten Monat mit. Hm.
Mir hilft das ehrlich gesagt total, weil ich so immer einen Blick habe, wie viel ich so fahre und wie viel ich dafür zahle. Cool, da lade ich mir direkt runter. Ja, dieses Reel basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Dadurch, dass ich halt einfach keinen richtigen Überblick in der NBW-App hatte, wie viel Kilometer ich schon verfahren habe und wie viel Geld ich für den Strom ausgegeben habe, stand ich schon mehrmals vor viel zu hohen Rechnungen. Mir persönlich hilft da total das Energiekonto bei Carica. Ihr habt hier die Wahl zwischen verschiedenen Energieplänen, also Kilowattstunden, die euch jeden Monat gutgeschrieben werden. Wie ein Abo. Auf der Startseite der App seht ihr dann, wie viele Kilowattstunden euch für den gesamten Monat noch zur Verfügung stehen. Und deshalb habe ich persönlich keine Überraschung bei Rechnungen mehr. Ich weiß, ich gebe einmal im Monat 115 Euro für meinen Energieplan aus. Und das sind in etwa so 1000 Kilometer. Und das Beste ist, sollte ich einmal nicht alles aus dem Monat verfahren haben, nehme ich die Energie einfach mit in den nächsten Monat. Ich kann meinen Energieplan auch monatlich wechseln, zum Beispiel wenn ich weiß, dass eine längere Strecke ansteht. Und somit wären wir bei der... Was hast du denn wovor? Na, ich navigiere dich. Guck mal, ich habe mir ganz genau aufgeschrieben, wo wir lang müssen und wo die ganzen Ladestationen sind. Und wir fahren jetzt erstmal... 1 Stunde 48, bis wir dann an der Ladestation sind, hier an der da. Und da laden wir dann 34 Minuten. Und dann fahren wir 1 Stunde 45 zur nächsten. Und da laden wir dann 27 Minuten. Nee. Moment, da kann irgendwas nicht stimmen. Ah ja, ich hab's. Ja, ich auch. Wir nutzen einfach Carica. Auf das, was du da ausgearbeitet hast, vertraue ich nicht. Sorry. Naja, schau mal. Hier bei Carica, da gibt es eine ganz einfache Routenplanung. Da gebe ich hier einfach mein Ziel ein und kann dann den Ladestatus bei Abreise und auch bei Ankunft festlegen und einstellen, wie viele Personen mitfahren, also du. Und dann gibt Carica mir die perfekte Reiseplanung aus und ich kann sehen, wie oft und wie lange ich wo laden muss. Cool, ne? Also wenn meine ganze Arbeit umsonst. Ja, auch das Elektroauto kann euch natürlich navigieren. Die Zeiten, in denen jemand mit einer Karte neben euch sitzt und euch navigiert, liegen 20 Jahre in der Vergangenheit. Das dürfte hoffentlich klar sein. Je nach E-Auto kann das auch sein, dass euch das Navi intelligente Routen vorschlägt und euch entsprechend Ladestationen dazwischen packt. Das ist super, mein ID.3 kann das natürlich auch, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich würde gerne mit 50% an meinem Zielort ankommen. Das geht aber bei Carica. Ihr habt ja gerade im Reel gesehen, wie das aussieht. Ihr sagt einfach, wo ihr startet, wohin ihr fahren wollt, welchen Fahrstil ihr habt, also Eco, Standard oder Dynamic und mit welchem Batteriestatus ihr reisen möchtet. Sobald ihr die Anzahl der Mitfahrenden ausgewählt habt und ob ihr die Klimaanlage benutzen wollt, berechnet Carica den Rest. Ihr seht hier genau, wo euch Carica eine Ladestation rausgesucht hat, wie lange ihr dort laden müsst und wie viel Kilowattstunden ihr voraussichtlich auf der Route verbrauchen werdet. Und schließlich könnt ihr die Route dann auf Apple Maps oder auch Google Maps anzeigen lassen und dann natürlich auf CarPlay übertragen. Und dann kann es auch schon losgehen. Was wird das? Na, ich singe meinem ID.3 was vor. Das sehe ich. Die Frage ist eher, warum machst du das? Wusstest du, dass Pflanzen besser wachsen, wenn man ihnen regelmäßig was vorsingt? Ja. Bei bestimmten Schallwellen öffnen sich nämlich die Pflanzenporen und dadurch wird der Stoffwechsel angeregt. Und das Gleiche probierst du jetzt bei deinem Auto? Naja, ich dachte, das gehört eben zur Batteriepflege meines Autos dazu. Okay, ich zeig dir mal was. Die Batteriegesundheit hängt von deinem Ladeverhalten ab. Das siehst du hier in der App von Carica ganz schön. Aha. Wenn du zum Beispiel übermäßig viel an Schnellladesäulen lädst, dann kann der Akku davon Schaden nehmen. Aber keine Angst, dein Batteriezustand ist momentan bei 100%. Ja, das kommt bestimmt vom Vorsingen. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass der Batteriezustand meines ID.3s so gut ist, weil ich so viel in meinem Auto singe. Okay, Spaß beiseite. Ein wichtiger Teil bei Carica ist auch das E-Auto-Management. Ihr seht zum Beispiel, wie gut ihr eure Batterie pflegt und wie euer Ladeverhalten ist. Als ich das erste Mal Carica benutzt habe, sah dieser Teil hier noch ganz anders aus. Ich habe überwiegend an Schnellladesäulen mit 150 Kilowattstunden geladen. Klar, ich hatte ja meinen NBW-Tarif, das war halt am günstigsten. Aber wusstet ihr, dass ihr eurem Akku im E-Auto langfristig schadet, wenn ihr überwiegend mit hoher Kilowattstundenzahl ladet? Zumindest belegt das eine neue Studie des Unternehmens Avio, die sich der Analyse von E-Auto-Akkus verschrieben haben. Sie belegen, dass das Stromtanken an Schnellladern messbar die nutzbare Kapazität des Akkus
verringert. Natürlich langfristig gesehen, jetzt nicht ab Tag 1 oder so. Das liegt daran, dass beim Schnellladen die Akkuzellen im E-Auto wahrscheinlich unterschiedlich stark geladen werden und zwischen den einzelnen Zellen eben kein Spannungsausgleich erfolgt. Ihr seht hier in der Übersicht eures Autos übrigens auch, wie viel CO2-Emissionen ihr schon eingespart habt, seitdem ihr Carica mit eurem E-Auto nutzt. Das kann man natürlich jetzt alles nochmal gegen die Emissionen der Produktion eines solchen Elektroautos gegenrechnen, aber prinzipiell ist es ja schon mal cool, solch eine Übersicht zu haben. Vielleicht versteht ihr jetzt ein bisschen besser, warum ich ein Fan von Carica bin. Und falls ihr die Funktion alle mal selbst ausprobieren wollt, dann bekommt ihr mit dem Code VERA10 10% Rabatt auf die ersten 3 Monate von jedem Abo bei Carica. Und apropos Abo, Abo und Like nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.